Joa Leute, ich habe die PS4-Version gespielt von Yooka-Laylee und ich möchte in diesem Video ein bisschen über dieses Spiel reden. Es gibt einige Dinge, die ich an Yooka-Laylee mag. Ich meine, das Spiel sieht öfter schön aus, die Soundtracks vom Spiel sind meistens auch wunderschön. Manchmal gibt es auch coole Überraschungen in dem Spiel. Es gibt auch coole Jump'n'Run-Passagen und einige Missionen machen echt Spaß. Dann gibt es auch Missionen, wo ich leider nicht so viel Spaß hatte, die Mission zu absolvieren. Es gibt zum Beispiel eine Mission, wo man den richtigen Weg herausfinden muss. Und das ist zum Beispiel eine Mission, die ich richtig nervig finde. Okay, die Lichter am Boden zeigen mir an, in welchem Raum ich mich befinde. Nice, ich habe den richtigen Eingang gewählt. Leute, ich befinde mich gerade sehr weit in einem Raum mit 5 Lichtern am Boden und ich hoffe, dass oben der nächste Raum ist. Fuck. Leute, da bin ich wieder im gleichen Raum und wenn es dort oben weitergeht, dann muss der nächste Raum unten sein. Die Steuerung von Yooka-Laylee, wenn man sich ohne Fähigkeit bewegt oder einfach normal herumspringt, ist echt gut. Aber dann gibt es doch die Steuerung, wenn man herumrollt und ich mag diese Steuerung davon gar nicht. Fuck. Ich hasse diese Steuerung. Hier sind noch ein paar Noten, die gemein platziert sind. In Banjo-Kazooie ist das Spiel so aufgebaut, dass das Spiel mehr Welten als Yooka-Laylee hat, aber dafür waren die Welten kleiner. Bei Yooka-Laylee ist es so, dass es weniger Welten gibt, aber dafür sind die Welten um einiges größer und leider wirken einige Passagen in den Welten leer. Ich mag es lieber, wenn ein Spiel mehr Welten hat, die nicht unnötig leer wirken, als dass ein Spiel weniger Welten hat, die aber dafür sehr groß sind und auch öfters leer wirken. Es gibt in Yooka-Laylee noch Kratos-Missionen, wo man eine bestimmte Anzahl an Edelsteinen aufsammeln muss. Und der Soundtrack, der zum Beispiel bei der Kratos-Mission in der Eiswelt abgespielt wird, finde ich wunderschön. Ich mag auch generell die Idee von solchen Kratos-Missionen, aber manchmal sieht man einige Gegner oder Gegenstände nicht früh genug und das kann sehr nervig sein. Ja moin. Wollt ihr mich verarschen? In Yooka-Laylee gibt es Welten, die ich mag oder weniger mag. Und dann gibt es noch eine Casino-Welt, die ich langweilig und nervig finde. Ah, damit ich weiterkomme, muss ich da warten, bis die drehende Plattform zurückkehrt. Ich merke schon, das scheint eines der spaßigeren Stellen vom Spiel zu sein. In der Casino-Welt gibt es leider auch ein paar Stellen, wo man oft dasselbe machen muss. Und die Kratos-Mission in dieser Welt ist wirklich schwer. Wenn man diese Kratos-Mission schafft, kommt danach ein Bossfight, der noch frustrierender ist. Man muss ihm Schaden hinzufügen, indem man ihn mit Kanonenkugeln abschießt. Und ich glaube, es ist normal, dass der Boss einen öfters besiegt, weil der Boss viele verschiedene Angriffe am Start hat, die schwer auszuweichen sind. Und es gibt sogar eine Stelle, wo er manchmal seinen Angriff antäuscht und man muss ihn oft treffen, bis man ihn besiegt. Ich mag diesen Boss eher weniger, aber ein Boss, den ich mag, ist zum Beispiel dieser Tintenfisch-Boss. In Yooka-Laylee gibt es einige Dinge, die ich an dem Spiel mag. Es gibt auch einige schwere Aufgaben, die ich in dem Spiel mag. Und alleine das Charakterdesign von Yooka-Laylee finde ich super. Es gibt auch sonst viele coole Aufgaben in dem Spiel, aber leider gibt es auch einige Dinge, die ich an dem Spiel weniger mag. Die Kamera in dem Spiel finde ich zum Beispiel auch manchmal gewöhnungsbedürftig. In Yooka-Laylee gibt es Momente, wo ich Spaß an dem Spiel hatte, aber leider gab es auch Momente, wo ich dieses Spiel nervig oder frustrierend fand. Okay, ciao.